到着っと。War da nicht auch noch so ein Tent? Ich muss die Dinger ja noch ansprechen. Ich glaube, ich habe die ja nie gesprochen immer.私の出番ね。ちょっとワクワクしてきたぞ。ゴムゴムのピストル。あなたたちの相手は私よ。やっと俺の出番か。ムートンショット。相手にとって不足なし。待ってろ。アームポイント。そっちけ。そこをどけ。命まで取るつもりはね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。準備 OK だ。Die greifen als erstes an, also nicht mit dem.てめえら覚悟はできてんだろうな。ムートンショット。俺に任せろ。行くぞ、ゾロチョッパー。War ich hier schon mal? Nee, ne?
Schlechte Nachrichten, wir haben die Echse gegessen. Oh, hallo, habt ihr die Sandora-Echse gefunden? Naja, wir haben das Kamel gefunden. Wirklich? Ihr habt das Kamel gefunden? Es schien ziemlich agil zu sein. Es konnte der Echse also entkommen. Die Echse war in der Nähe, oder? Nun, es besteht die Chance, dass wir haben sie gegessen. Was hast du da gesagt? Pass auf, es war so, das Kamel heißt Wimper und wir haben die Sandora-Echse getötet, die es verfolgt hat. Und dann haben wir sie gegessen, die war echt lecker. Verstehe. Kein Wunder, dass das Kamel entkommen konnte. Und kein Wunder, dass die Echse nicht in der Nähe war. Haha, einfach nur perfekt. Unglaublich, dass ihr diese riesige Echse gegessen habt. Tut mir leid wegen des ganzen Ärgers. Hier ist eure Belohnung. Was? Du bezahlst uns komplett? Bist du dir da auch sicher? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das war dein wichtiges Test. Dass wir dein wichtiges Testsubjekt gegessen haben. Was redest du denn da? Durch euch habe ich erfahren, dass Sandora-Echsen essbar sind. Ich möchte, dass ihr diese Belohnung als Zeichen meiner Dankbarkeit annehmt. Wirklich? Okay, dann gib her. Aber die Entdeckung, dass solche gefährliche Tiere auch andere Zwecke erfüllen können, ebnet den Weg für neue Forschung. Wirklich? Na, das freut mich doch. Ich habe mich gefragt, ob ihr mir auch bei anderen Aufgaben helfen könnt. Und die lautet, hängt ganz davon ab, was wir tun müssen und wie die Belohnung ist. Ich würde euch gerne erforschen, ihr müsst ja ganz schön stark sein, wenn ihr die Sandora-Echse besiegt und gegessen habt. Diese Forschung würde dazu beitragen, die Menschheit in neue Blütezeiten zu führen. Sagt bitte ja. Auf gar keinen Fall. Endlich was zu trinken。あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか?あの2場所、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の場所ね。
アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あのリューサを超えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。それ、最高の情報だわ。どうもありがとう。でも、洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディ砂漠でもめったにお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。ご心配なく、うちには腕の立つ仲間がいるから。キャンプにもってこいの場所があるぞ。Na du? Quist sind Leben, Quist sind Liebe, Quist sind mein Ein und Alles. Beantworte meine Fragen, neue Kandidaten. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wer bist du, heißt du wohl eher? Gut, dass du fragst. Ich bin Sona. Wir leben im Quist-Zeitalter. Und ich bringe euch die Freuden der Fragen. Quist? Klingt langweilig. Das ist es nicht. Lasst mich nur eine Frage stellen, das macht dir bestimmt Spaß. Allzu lange dürfte es ja wohl nicht dauern. Was ist denn überhaupt dein Quiz-Zeitalter? Das weißt du nicht? Quiz erobern die Welt im Sturm. Alle lieben Quiz. Die gehören quasi schon zum Leben dazu. Zum Beispiel begrüßen sich die Leute mit Quizfragen. Das tun sie nicht! Du weißt es nur noch nicht. Außerdem geht es nicht nur um die Begrüßung. Starke Krieger und Soldaten erhöhen ihre Quizkraft, um ihre Schwert- und Kampfkunst zu verbessern. So wie dieser Schwertkämpfer da drüben. Nein, das tue ich nicht! Erzähl doch nicht solche komischen Lügen! Ich lüge nicht, das wirst du sehen. Wenn du deine Quizkraft steigerst. Ich kann das irgendwie nur schwer glauben. Na schön, muss dich einfach dazu bringen, bei meinem Ratespiel mitzumachen. Ich weiß was, trefft mir eine Abmachung. Wenn ihr meine Quizfragen beantworten könnt, erhaltet ihr von mir einen wunderbaren Preis. Was? Du gibst uns Fleisch? Was? Ich... Fleisch, 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 legen wir endlich mit dem Fleischquiz los. Da hast du aber eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Na schön, fangen wir an.
Dann mach mal. Möge der Kampf beginnen. Hier kommt Frage Nummer 1. Erste Frage. Wie lautet der Name einer Giftspinne, die aussieht wie eine Frucht? Wüstenerdbeere. Richtig, wenn man versehentlich einen isst, stirbt man innerhalb weniger Tage. Also Vorsicht. Das sind Fragen aus der Serie. Müssen wir aufpassen. Zweite Frage. Wer herrscht über Alabaster und ist der 12. Nachfolger der Familie Nefeltari? Müsste Cobra sein, ne? Richtig, anscheinend besitzt ihr doch ein wenig Grundwissen über Alabaster. Ich hoffe, solche Charaktere trifft man öfters. Ich will öfter Quiz machen. Dritte Frage. Welches Tier möchte dein Schüler werden, wenn du es im Kampf besiegst? Die Kung-Fu-Robbe! Richtig, da sie ziemlich stark sind, wäre es klug, sie nicht einfach so zu einem Kampf herauszufordern. Gut gemacht, richtig. Und jetzt der versprochene Preis. Hey, das ist kein Fleisch. Niemand hat gesagt, dass der Preis Fleisch wäre. Wenn du weitere Grand Line Quiz Herausforderungen bestehst, gewinnst du vielleicht auch Fleisch. Oh, dann lass mal schnell das nächste Quiz rüberwachsen. Moment noch, auf die Fragen für das Brandline Quiz muss man sich vorbereiten. Ich brauche also noch ein bisschen. Oh, alles klar. Danke, also dann, wir leben im Quizzeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Ich warte darauf, dass ihr euch der mittelschweren Herausforderung stellt. Ja, los, Quiz mit Leben, bla bla bla. Beantwortet meine Fragen, Kandidaten. Oh, das ist das Fleischquiz. Warum sagst du ständig Fleischquiz? Das ist das Grandline-Quiz. Das habe ich dir doch gesagt. Willkommen im Quiz-Zeitalter. Diese Grandline-Quiz wird nicht so einfach wie beim letzten Mal. Warum bist du so besessen von Quizfragen? Der Grund, warum ich so besessen von Quizfragen bin, ich möchte, dass es noch mehr Ratespiele auf der Welt gibt. Hä? Das ist alles? Ja, je mehr Ratespiele es gibt, desto schöner und glücklicher wird die Welt. Ist das nicht wunderbar? Naja, die Idee ist vielleicht gut, aber nicht wahr? Deswegen müsst ihr euch auch weiterhin der Herausforderung stellen. Diesmal habe ich was Gutes für euch. Außerdem ist der Preis noch besser als der letzte. Yippie, Fleisch! Fleisch ist es nicht, aber was richtig Schönes. Danke, dass ihr diese gewaltige Herausforderung annimmt. Möge das Grand Line Quiz beginnen! Erste Frage. Wie heißen die riesigen Krokodile, die auf Sandy Island leben? Bananenkrokodile. Richtig, haltet euch von ihrem Revier fern, wenn ihr in der Wüste unterwegs seid. Zweite Frage. Welches Tier stellt sich tot, um Reisende ihre Besitztümer zu stehlen? Das war der Schwindelreiher, ne? Richtig, falls ihr mal einem begegnet, haltet euch von ihm fern. Dritte Frage. Wie heißt das große Casino in Rainbase? Müsste doch das Goldregen-Casino sein. Genau, Goldregen-Casino. Richtig, ein grandioses Casino. Ihr solltet es mindestens einmal im Leben besuchen. Super gemacht, ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Hier ist euer Preis. Ja, von mir aus gerne. Erkennt ihr jetzt, wie viel Spaß Quiz machen können? Ach, langweilig sind sie nicht gerade. Schön zu sehen, dass Ratespiele immer beliebter werden. Du hast gesagt, dass du noch mehr Ratespiele auf der Welt sehen möchtest? Nimmt denn außer uns schon jemand am Grandline Quiz teil? Leider nein, deswegen müsst ihr ja auch noch auch Werbung dafür machen.
Klingt echt mühselig. Was? Es gibt doch eine Belohnung. Mir zu helfen ist das doch das Mindeste, was ihr tun könnt. Ich denke, wir haben wohl Lust drauf. Du findest deine Ratspiele richtig gut, Sona. Ja, Raten ist Leben. Deswegen will ich weitere Ratespiele veranstalten. Ich warte auf euren nächsten Versuch. Wir leben Quiz-Zeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Ich warte darauf, dass ihr euch der Profi-Herausforderung stellt. Quiz mit Leben. Bla bla bla, ihr kennt das schon. Hast du ein neues Quiz für uns? Ja, leider ist es dann aber das letzte Grandline-Quiz für Alabaster. Für Alabaster! Ich hoffe, dass die wirklich in jedem Abschnitt vorkommt, weil irgendwie schon geil. Weil das sind halt Fragen, die passen nicht zum Spiel, sondern man muss die Serie kennen. Wenn man die Serie nicht kennt, hat man ein Problem, ein paar Fragen zu beantworten. Aber auch nur ein paar. Also denkt gut über eure Antworten nach. Wir leben in Quizzeitalter. Das Grandline Quiz ist bereit, in die Welt hinauszuziehen. Mit anderen Worten, du hast vor, noch mehr Grandline Quiz in verschiedenen Orten abzuhalten. Ganz genau, es heißt ja nicht umsonst Grandline Quiz. Ich muss die überall auf der Welt veranstalten. Ehrlich, du willst die Meere bereisen, um Quizfragen zu stellen? Mein Ziel besteht darin, Ratespiele zu verbreiten. Natürlich muss ich dafür auch um die Welt segeln. Für ein Kind hast du echt Schneid. So oder so ist das hier die letzte Quiz-Herausforderung. Bringen wir es zu Ende. Danke, dass ihr diese gewaltige Herausforderung annehmt. Möge das Grandline-Quiz beginnen. Erste Frage, wie lautet der Beiname von Peru Alabasters Vizekommandanten? Ich glaube Falken, ne? Richtig, man nennt ihn auch den stärksten Krieger Alabasters. Zweite Frage, wie heißt der seltene Riesenseewolf, den es nur im Sandora-Fluss gibt? Das war mir als einziges logisch. Richtig, wenn ihr einen seht, nehmt die Beine in die Hand. Die fressen nämlich für ihr Leben gern Menschen. Dritte Frage, wie heißt die Spezialität der Hafenstadt Nanohana? Die Spezialität? Parfüm oder Nebelina? Aber Nebelin ist keine Spezialität. Und es ist auch verboten. Parfüm! Richtig! Nanohana ist für Parfüm berühmt. Tiere mit einem ausgeprägten Geruch sind tun mir leid. Wow, unglaublich, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Ihr erhaltet von mir den Titel Grandline Quiz Neulinge.
Wir brauchen keine Titel, aber schaden kann es ja wohl nicht. Wohin geht es für dich als nächstes? Dir das einfach zu sagen wäre doch langweilig. Sieh es einfach als weitere Quizfrage an. Ja, hätte die das gesagt, hättest du uns gespoilert, wo es doch hingeht, ne? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, weißt du die Antwort. Okay, dann mach's gut. Ja, ihr auch. Wir leben im Quizzeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Lebt wohl! Wir haben alle ihre Quizfragen beantwortet. Durian-Krokodilsalat, was zum? Aber schaffen wir es noch nach Rainbow? Fragen über Fragen. Größe ungefähr 1,1 Ruffy. Was ist das für eine Größenordnung? Wie groß bist du? Ein Ruffy. Ein Kamel, das einst von einer Riesenechse durch die Wüste von Alabaster gejagt und danach von Ruffy und seiner Crew gerettet wurde. Nami taufte ihn Wimper, liebt Frauen und lässt sich niemals von Männern reiten. Das klingt so falsch. Ich würde mich auch nie von Männern reiten lassen. Nur von Blakes. Er begleitete Ruffy in Alabaster und war nicht nur als Transporttier, sondern auch als Lockvogel nützlich. 2 Jahre später schloss er sich dem Rennentenkorps an. Liebt Curry. Und ist 1,1 Ruffy groß. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist Usopp Factory. Ich dachte schon, weil ich Usopp nicht gesehen habe, sondern wie hier.
So, dann machen wir dann mal gucken. Entweder morgen noch mal ein bisschen oder Dienstag. Je nachdem, wann ich morgen aufstehe. Ich schicke euch zu Toni. Den Little denke ich noch sehr nah an mir dran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal.